und schauen uns die Mikrocontroller an. Also von einer gewissen Seite entfernen wir uns jetzt quasi endgültig von dem, was ich Elektronik nennen würde, und sind dann schon so im Halbprogrammieren oder zumindest in der Computertechnik drin, wenn man mit Mikrocontrollern arbeitet. Mikrocontroller, vereinfacht gesagt, sind einfach nur kleine Computer auf einem Chip. Und mit kleinen Computer meine ich halt, dass all die Komponenten, die man vielleicht von einem PC kennt, auch im Mikrocontroller vorhanden sind. Also ich habe einen Prozessor in dem Chip drinnen, aber ich habe auch gleich Speicher in dem Chip drinnen, also einen Arbeitsspeicher, einen RAM. Ich habe irgendeine Art von langlebigen Speicher, dass ein Inhalt nicht verliert, wenn man den Strom abdreht drin. Also meistens ist das ein Read-Only-Flash-Speicher, von dem dann einfach das Programm kommt. Und ich habe Peripherie-Elemente. Nicht? Also wenn ich einen Computer habe, dann nutzt mir das ja nichts, wenn er nur irgendwie als Kastel herumsteht, sondern ich will irgendwie Mikrocontroller dann Speicher dran. Na, ja, der 6502 ist auch ein Prozessor. Okay, Controller-Prozessor. Ja. man könnte sich streiten beim 8052 zum Beispiel. Weil der hat auch keinen Speicher eingebaut, ist aber in meiner persönlichen Wahrnehmung ein bisschen mehr auf der Controller-Seite. Aber vielleicht ist es auch darum verfälscht, weil er so gern eingesetzt wird heutzutage als Embedded-Prozessor. In Controllern, und jemand, der quasi aus den 80ern in die Gegenwart teleportiert worden wäre, der würde sagen, nein, das ist ein Prozessor, ich weiß es nicht. Aber aus heutiger Sicht würde ich quasi sagen, ein Controller, ein Mikrocontroller, der hat quasi alles drin, was ich brauche, da muss ich jetzt nicht noch extern RAM oder so drauf, außer ich brauche von irgendwas besonders viel. Nicht? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will da meine LED-Matrix anspeisen und da soll irgendwie ein Video laufen, dann werde ich einen externen Speicherbaustein brauchen. Aber ich könnte Dinge machen mit dem Controller ganz alleine ohne externen Speicher. Während wenn ich jetzt irgendeine Intel-CPU mir hernehme und ich sage, da, CPU, mach was, dann werde ich mir schwer tun, weil die braucht halt eine ganze Palette von anderen Chips drumherum, damit sie was tut. Ja, aber bei der 8052 hält sich im Wesentlichen darum, weil Intel das Design unter Public Domain Lizenz gestellt hat. Also das wäre meiner Meinung nach auch etwas, was ein sag mal, Arbeitsauftrag wäre für die Open Source Hardware Community, endlich einen wirklich gescheiten 8-Bitter zu machen. Der einen 8052 aus diesem ganzen Chip verbannt. Wenn ich irgendeinen Chip heutzutage baue, und ich weiß ich nicht, sagen wir, der soll halt irgendwas machen, das ist ja völlig egal was. Und dann komme ich drauf, damit der für den Endkunden, also der Endkunde für den Chiphersteller ist halt die andere Firma, die den Chip nimmt und dann ein Produkt daraus baut, damit das für den sinnvoll ist, dieser Chip, sollte man auch einen Mikrocontroller draufschmeißen, dann nimmt man 8052er, weil er ist etabliert, es gibt unglaublich viele Tools dafür und er kostet nichts. Und er ist halbwegs effizient, weil er aus einer Zeit kommt, wo man halt die Transistoren einzeln umgedreht hat, um zu schauen, kann das jetzt das, was ich brauche oder nicht. Aber es wäre doch voll schön, wenn wir ein Open Source Design hätten, das in einer BSD-artigen Lizenz liegt, wo die Leute dann einfach sagen, ach, da brauche ich jetzt einfach irgendwas, mit dem das dann programmierbar wird, da nehme ich doch diesen Open-Source-Prozessor. Das ist der Unterschied zwischen 8051 und 8052. Na, RAM, ROM, die Größe. Sonst nichts? Weiß es gar nicht. So weit irgendwas. Okay. Es ist jedenfalls eine grausliche Architektur, weil du drei verschiedene Speicherbereiche hast. Vier, glaube ich, wenn du den einen reinnimmst, der nur über die hardcodierten Special Registers erreichbar ist. Das Instruction Set ist alles andere als normalisiert. Es ist kein schöner Prozessor zum Arbeiten. Also solltest du keine Erfahrung damit haben, dann ist das jetzt nichts, wo man sagt, ach, das sollte man auch noch auf der Liste abgehakt haben. Willst du es jetzt erklären?
zwei Projekte mit 87, 51 Volt. Ist das eben der gleiche? Keine Ahnung. Aber das ist der war mit einem Electrical Eraser. Oder mit einem. Mit UV-Licht. Ich weiß nicht, ob die dann auch Unterschiede gehabt haben in dem Prozessor oder quasi, ob sie sich nur durch diese Peripherie-Elemente unterscheiden. Also, ich will auch gar nicht auf den Altes eingehen, weil jetzt haben wir diesen bösen Namen schon so oft gesagt. Sagen wir AVR. AVR ist schön. PIC ist sicher auch schön. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben mit AVRs angefangen, Mikrocontroller-Programmierung zu machen. Und, genau, ich habe zuerst mit Mikroprozessoren gearbeitet und mein Mikrocontroller-Einstieg war eigentlich mit den AVRs und dann habe ich wieder angefangen. Weil für die gibt es einen freien Compiler. Das sind dann die Kleinigkeiten, das entscheiden. Also es ist ein kleiner Computer, wo ich alles drauf habe, inklusive Peripherie-Element, also wenn ich den PC habe und ich stelle den irgendwie in eine Ecke, ohne was anzuschließen, ich kann keine Befehle hinschicken, ich kann keine Informationen aus dem Kastl rauskriegen, dann nutzt der niemanden etwas. Beim Computer will ich halt irgendwie Maus und Keyboard und Monitor anschließen und bei dem Mikrocontroller will ich halt irgendwie vielleicht ein paar I/O-Pins haben, mit denen ich eine LED blinken lassen kann. Ich will vielleicht einen Analog-zu-Digital-Wandler haben, mit dem ich analoge Pegel auslesen kann. Und diese Dinge sind normalerweise alle eingebaut. Also so ein Mikrocontroller heutzutage ist eigentlich ein vollständiger Experimentierbaukasten mit so ziemlich allen Baugruppen, die man irgendwie bräuchte, um so kleine Computer zu bauen. Und dazu eben auch noch sehr günstig. Das finde ich persönlich in einer gewissen Weise schade, weil es ganz, ganz viele einfache Projekte gibt, die man schön machen könnte mit so richtiger Elektronik. Aber es ist einfach so viel billiger, einen Mikrocontroller draufzuwerfen. Also das Beispiel, was ich sehr mag, ist eine elektrische Zahnbürste. Da habe ich einen Motor, der sollte irgendwie wackeln oder wahrscheinlich dreht sich der Motor die ganze Zeit und dann gibt es eine Mechanik, die da wackelt. Und ich habe einen Knopf und wenn ich den drücke, dann soll es anfangen zu wackeln und nach 3 Minuten soll sich irgendwie ein paar Mal kurz ein- und ausschalten. Und wenn ich den Knopf nochmal drücke, egal vor oder nach Ablauf der 3 Minuten, soll sich wieder ausschalten. Das kann doch nicht so schwer sein, dass irgendwie mit einer Handvoll Transistoren und ein paar Kondensatoren und so eine analoge Schaltung aufzubauen, die das kann. Aber es ist viel billiger, einen 8-Bitter oder sogar einen 4-Bitter Mikrocontroller zu nehmen, der das Gleiche tut. Das kostet nur ein paar Cent. Und es ist günstiger als das quasi. Es ist günstiger, dieses Problem mit zigtausenden Transistoren auf einem Chip zu bewerfen, als irgendwie ein paar diskrete Transistoren auf eine Platine zu löten. Also auf gewisse Weise macht das sozusagen Elektronik für mich kaputt, weil man kann jetzt eh alles für alles machen mit einem Mikrocontroller. Und das macht, finde ich, auch den Einstieg in gewisse Teile der Elektronik sehr schwierig, weil es natürlich eine größere Motivation ist, was zu machen, wenn man irgendwie weiß, das könnte ich jetzt nur so machen. Wenn ich ein Projekt umsetze und ich ganz unter dem Hinterkopf habe, naja, aber mit einem Mikrocontroller wäre ich da eigentlich schon längst fertig, dann ist das halt eine gewisse Motivations- und Spaßbremse. Aber was soll ich machen? Ist halt so. Dann muss man halt diese Projekte machen und sich einfach nur denken, ich mache so, weil es schön ist, das heißt, mit Transistoren zu bauen und nicht mit einem Mikrocontroller. Mikrocontroller sind gleichzeitig, also vielleicht abgesehen noch von FPGAs, so ein Ding, wo man Religionskriege führen kann in der Elektronik. Dass halt der eine den Mikrocontroller bevorzugt und der andere den. Und im Wesentlichen hängt das nur damit zusammen, mit welchem Produkt man Erfahrungen hat. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Projekt mache und ich habe gewisse Anforderungen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es genau einen Hersteller gibt, der perfekt auf mein Anforderungsprofil passt und alle anderen Hersteller machen nur Produkte, die überhaupt nicht da zusammenpassen. Also ich kann davon ausgehen, dass es mehrere Hersteller geben wird, die Mikrocontroller bauen, die perfekt auf das passen, was ich tun möchte oder gleich schlecht, was ja genauso gut ist. Aber wenn ich natürlich mit dem einen Produkt bereits Erfahrung habe und mit dem anderen nicht, dann ist das schon ein ganz großer Mehrwert, weil ich bei einem kleinen Mikrocontroller-Projekt die meiste Zeit darin stecke, die Dinge zu lernen, die ich noch nicht kann und nicht die Dinge anzuwenden, die ich schon mal gemacht habe. Und
von daher ist das natürlich super geeignet für Religionskriege, wenn ich dann auf ein Forum gehe und sage, ich will das und das machen, was ist denn am besten geeignet? Dann sagt der einer, dann musst du einen Pick dafür nehmen. Und aus seiner Sicht hat er recht. Wenn er das Projekt machen würde, dann müsste er einen Pick nehmen. Das ist die rationalste Entscheidung. Und der andere sagt, dann musst du einen AVR nehmen, aus genau den gleichen Gründen. Und damit eignet sich das natürlich hervorragend, dass da die Fetzen fliegen. Fährt sowieso alles in Kumpel programmiert. Vor. Kobol wäre ja für Großrechner. So. Aber so kleine Hardware-Sachen kann doch bitte in Vor programmiert. Ja. Also abgesehen davon, abgesehen von, womit habe ich denn Erfahrung, womit habe ich schon gearbeitet, wo habe ich denn schon ein bestehendes Projekt, das ich vielleicht einfach kopieren kann und dann tue ich ein paar Kleinigkeiten ändern und ich habe mein altes Projekt umgebaut auf das, was das neue Ding tun soll. Also abgesehen davon sind die Hauptdinge, nach denen ich auswähle, welche Peripherie-Elemente ich brauche. Also ich design quasi zuerst eine Schaltung und in der Mitte lasse ich quasi einen großen Block frei, schreibe hier geschieht ein Wunder und dann schaue ich, wie viele Signale führe ich in dieses Wunder hinein, wie viele Signale kommen aus dem Wunder heraus und dann weiß ich schon mal, na gut, da gehen 10 Signale rein, da gehen 8 Signale raus, mein Mikrocontroller sollte mindestens 18 IO-Pins haben. Und dann schaue ich, wie viele PWM-Signale brauche ich denn zum Beispiel und dann, danach mache ich mir so eine Art Einkaufsliste und sage, okay, das Ding sollte irgendwie so viele IO-Pins haben, so viele PWMs soll es haben, so viele ADCs soll es haben, mit der Auflistung und so weiter und so fort. Und damit gehe ich dann quasi shoppen und schaue, welche Mikrocontroller gibt es, die diese Anforderungsliste erfüllen. Die Frage nach dem Preis und dann die Frage nach exotischeren Peripherie-Elementen. Also hier habe ich zum Beispiel den USB-Controller, das ist was heutzutage immer wichtiger wird, dass ich irgendeinen Blödsinn mache, aber mein Tamagotchi, das muss halt auch nach Hause telefonieren können, dass ich es über USB oder PC anstecke und dann habe ich auf einmal als Zusatzanforderungen die USB-Funktionalität und auf einmal reduziert sich meine Liste von, da könnte ich tausende Controller nehmen, auf, da gibt es genau 10 und mein Lieblingshersteller hat vielleicht keinen, der passt. Also während quasi bei den einfachen Sachen, wo ich weiß, das kann jeder Controller, da kann ich nach dieser hier geschieht ein Wunder-Mentalität arbeiten. Ich lasse es einfach frei und am Schluss suche ich mir einen Mikrocontroller, der da schon drauf passt. Wenn ich solche komplexeren Sachen brauche, wie einen USB-Controller, dann kann ich halt nicht ganz so arbeiten, sondern dann muss man das ein bisschen in eine Art Tandem fahren, dass man zuerst mal schaut, was gibt es denn für Mikrocontroller und dann überlegt man sich, okay, wie viele IOs kann ich dort hineinrauten und diese Dinge. Und also gerade bei USB-Controller, da kann es mir schon gut vorkommen, dass das ein Anlass ist, doch einmal einen weiteren Mikrocontroller-Typen kennenzulernen. Gut. Also als Übung hätte man hier das Datenblatt von ATmega 16.8 zu studieren. Das lasse ich quasi frei als Übung. Ich habe diesen Controller nicht zufällig ausgesucht, sondern das ist der Controller, der in Arduinos zum Einsatz kommt, zumindest in manchen, also in neueren hat man den 32.8 und in noch neueren hat man einen ARM, aber darüber reden wir jetzt mal nicht. Aber es ist quasi dadurch ein Controller, der sehr weit verbreitet ist. Und das Arduino hat man ja als Plattform auch sehr weit verbreitet. Das heißt, das schadet nicht, sich den mal herzunehmen als Referenz und einfach nur quasi über die Einleitungen von den Kapiteln drüber zu schauen. Also dieses Datenblatt hat irgendwie 200 Seiten, so in der Größenordnung, 200, 150, wo halt eine Funktionsgruppe nach der anderen beschrieben ist. Und wenn ich jetzt sage, heute lese ich das Datenblatt, dann Seite 50 falle ich um, weil es interessiert mich irgendwann nicht. Ne? Aber dort quasi drüber zu gehen und von jedem Kapitel, die Kapitel beschreiben jeweils einen Funktionsblock, darüber zu gehen, zu jedem Kapitel die Einleitung zu lesen, hat durchaus Sinn, weil dann habe ich einen groben Überblick, welche Funktionalität bietet mir dieser Baustein eigentlich. Und das ist durchaus repräsentativ dafür, was ich so in Kategorien von Mikrocontrollern im Allgemeinen zu erwarten habe.
Gut, und dann kommen wir bei der nächsten Experimentiergruppe. Ich glaube, die nächste ist aber erst wieder im Jänner, weil im Dezember werden wir ja... Ja, genau. Genau, also dann können wir auch ein bisschen vielleicht darüber reden, was diese Dinge dann alles sind. Gut, dann schauen wir uns den Code an. Also dieses Mal ist es jetzt C-Code. Das ist C-Code, der, glaube ich, das Gleiche tun soll, wie der Verilog-Code davor. Das ist ein ganz ein gemeiner Vergleich, weil man mit einem Mikrocontroller normalerweise nicht so arbeitet. Ich wollte halt irgendwas machen, also habe ich irgendwie das gleiche Interface quasi gemacht. Und das passt vielleicht ein bisschen gut auf diese Idee von wenn ich da ein FPGA habe, kann ich das auch mit einem Mikrocontroller machen. Also wir haben diesen gleichen 4-Bit-Addierer mit diesem Flip-Flop quasi. Und diese beiden, das Ganze läuft ewig, while 1. Diese beiden Schleifen sind quasi mein Flip-Flop, also ich schaue quasi, gleich 0. Ah, genau. Die läuft bis es 0 ist. Das ist quasi innen drin, also ein Till. Die läuft quasi bis der Takteingang 0 ist und dann läuft die bis der Takteingang 1 ist. Das heißt, wenn wir da rausfallen, das ist genau der Punkt, wo wir von 0 auf 1 wechseln im Takt. Und dann lese ich mal ganz schnell den Eingang. Das hätte ich vielleicht bei einer Schleife machen können, damit ich dann den Wert verwende, genau vor dem Wechseln oder so. Aber wir verstehen die Idee. Im Eingang habe ich halt in diesem Bit hier oben hineinkodiert, was der Modus ist. Wenn das gerade 1 ist, dann übernehme ich den State und ansonsten addiere ich zum State den Input dazu. Und wenn der Ausgang quasi nur die untersten 4 Bit ist, ist es wurscht, dass ich da das eine Bit noch mit dazu addiere. Das stört die unteren 4 Bit nicht von den 8 Bit Wort. Und dann gebe ich das Ergebnis quasi aus. Also das wäre eine furchtbare Möglichkeit, das gleiche Problem, was man mit einem FPGA gelöst hat, in C zu lösen, und suggeriert, mit einem FPGA ist alles einfacher. Ich kann garantieren, in der Regel ist es genau gleich. Also es ist nur, dass hier die Anforderung quasi eine an eine Schaltung ist. Und wenn jemand eine Schaltung fordert, mit allen Eigenschaften einer Schaltung, und ich versuche das mit einem Mikrocontroller nachzuahmen, dann kommen komische Dinge raus. Und meistens ist aber das Anforderungsprofil nicht eine Schaltung, sondern das Anforderungsprofil liest sich genau wie das Pflichtenheft von einer Software, weil genauso denken ja wir, nicht? Wenn wir irgendwie einen Praktikanten haben und dem eine Arbeit auftragen, dann sagen wir mir auch nicht, welche hunderten Dinge alle gleichzeitig machen sollen, sondern wir sagen, dann machst du zuerst das und dann machst du das und dann machst du das. Das kann man sich auch gut durchdenken, nicht? Das liest man wieder und sagt, ja, wenn das in der Reihenfolge macht, dann funktioniert man ja auch. Also für solche Anforderungen ist das Mikrocontroller natürlich ganz gut geeignet. Gut. So, also das nächste wäre, welche typischen Geräte des Alltags haben so einen Mikrocontroller eingebaut? Und was macht er da drinnen? Also eins habe ich ja schon genannt mit der elektrischen Zahnbürste. Was fällt uns noch ein, wo ein Mikrocontroller drin ist? Das sollte nicht zu schwer sein. Geschirrspüler, also die Standardbeispiele sind Geschirrspüler und Waschmaschine. Bei Fernseher, weil das ja witzig ist beim Geschirrspüler, wie laut sind diese mechanischen Regeln kommen. Aber das ist teurer geworden. Aber jetzt ist das Kupfer so teuer, dass es einfacher ist, quasi ein bisschen Sand und ein bisschen anderen Elementen genau richtig zu verunreinigen, als da einfach einen großen Block vor hineinzugeben, wegen der Kontakte. Ja, aber ich denke mir doch eins, die kupfernen Anschlüsse für das, was er letztendlich schalten soll, die braucht man trotzdem. Ja, die braucht man trotzdem. Aber und die Steuerung, mein Gott, nein, das sind halt irgendein paar relaisartige Kontakte.
Ja, aber Relais-artig ist zum Beispiel blöd. Das sind lange Windungen von Geräten, von den Magneten. Ich kenne das nur mit so. Ja, aber was steuert denn das dann? Na, da war. Da ist ein Elektromagnet. Nee, der Elektromagnet. Ich auf, ja, ja, was ist denn im Motor drin? Das sind auch Windungen. Ja, schon nein, ein Motor. Ein Motor, der diese. Ja, weißt du, was ein Motor kostet? Okay, nein, weiß ich nicht. Ich garantiere dir mehr als der Typ. Ja, aber. Ja, wobei dann, da war dann mehr oder weniger schon die Starkstromeinsteuerung dabei. Ja, und die muss man dann beim Mikrocontroller auch wieder machen. Außerdem hat es ja Vorteile, weil die Elektronik, der Mikrocontroller ist anfälliger für Störungen. Natürlich! Da ist die Lebenszeit ja auch. Ja, man kann es leicht abgeben. Und eine mechanische Steuerung, das kann man sich anschauen, kann sagen, ah, so soll das funktionieren. Dann kaufen vor ein Zeichen. Wenn da das Stück Holz drin steckt, dann kann es ja nicht gehen. Dann zieht man raus und dann geht es wieder. Aber okay, ja, so. Es gibt kaum Haushaltsgeräte, das kann man heute davon nehmen, wo inzwischen nicht irgendwo ein kleiner Mikrocontroller drin ist, weil es billig ist. Ja, Uhren zum Beispiel genauso. Eigentlich alles. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu dieser Diskussion passt, aber du vorher gesagt hast, dass du so traurig bist, dass analoge Elektronik von solchen Schaltungen verdrängt wird. Ich meine, weil sie auch billiger sind, aber ja. Das Billige muss ja nicht unbedingt die ökologischen Kosten, sage ich jetzt einmal, abbinden. Wie schaut das damit aus? Ist das, kann man das? Also, ökologischen Kosten. Generell kannst du den Chip selber nicht recyceln. Das ist aber jetzt nicht so tragisch, weil die größten ökologischen Kosten rund um die Erzeugung von einem Chip sind nicht das Material im Chip selber, das sind ja fuzzi klein und im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück Sand, sondern das Problem ist eher die Energie, die die Herstellung von den Chips kostet und natürlich die Nebenprodukte, die entstehen, wenn man diese Chips macht, also die Chemie, die da anfällt und so. Das hat sich verbessert. Also den größten ökologischen Footprint hat ja eigentlich die sogenannte PC-Revolution, späte 70er, frühe 80er, wo quasi auf einmal die Stückzahlen von Chips in die Höhe geschossen sind. Aber gleichzeitig, dass Prozesse waren, wo eigentlich noch kaum Sachen kontrolliert sind. Also große Teile von Silicon Valley sind einfach verseucht. Weil da halt die ersten Chip-Fabs waren. Ja, und die halt in einem Tank im Keller oder einem Tank hinter dem Gebäude die Dinge gelagert haben und manchmal ist der halt weg gewesen. Also da gibt es von einigen Firmen, weiß man ganz konkret, dass quasi dieses Gelände, das darf man nichts bauen, da darf keiner mehr machen. Nächsten Mal, weiß ich wie lange. Und das ist heute alles besser. Ich kenne halt Geschichten aus Fabs, also einmal geht halt so ein Alarm los und dann rennen alle um die Leben, weil die Materialien, mit denen da gehandhabt wird, die sind halt nicht ohne. Und da kommt es halt dann auch manchmal vor, dass jemand den Kanister lieber aus dem Fenster auf das Feld gegenüber wirft und dann muss sich halt die Firma einigen mit dem Bauern, der das Feld gehört, wie viel der jetzt dafür kriegt, dass der die nächsten 5 Jahre dort nichts mehr anbauen darf. Also ich habe keine Ahnung, was die ökologischen Kosten von der metallverarbeitenden Industrie sind, aber ich nehme an, dass das umweltverträglicher ist als das jetzt. Aber ein analoger Transistor wieder mit dem gleichen. Achso, du meinst jetzt nicht, ja, das war jetzt eigentlich eher zu deiner Ursprünglichen. Ja. Ich weiß noch, bei dem Einbruch. Aber weil du gesagt hast, ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß nicht, wie es beim Kupfer ausschaut, aber ich habe vor 2 Jahren einmal Stahlwerk, ein ehemaliges, in Deutschland besucht. Mhm. Da gibt es Halden, die sind voll mit schwermetallverseuchten. Okay, also das ist auch nicht. Also das ist auch nicht so. Also man müsste quasi sagen, was ist umweltverträglicher? Baue ich quasi viele diskrete Transistoren oder einen Chip mit Millionen Transistoren? Also ich würde schätzen, dass es fast umweltverträglicher ist, einen Chip zu bauen. Weil ich annehme, dass
dass quasi der ökologische Footprint sich im Wesentlichen über die Fläche definiert und die Byproducts und so gleichgiftig sind pro Fläche halt, egal ob ich das in einem 180 Nanometer Prozess mache, in dem ich irgendwelche diskreten Chips herstelle, oder in einem 22 Nanometer Prozess, in dem halt irgendwie High-End-ICs gemacht werden. Aber das ist reine Spekulation von mir. Was auch noch dazu kommt, ist, dass die älteren Prozesse, die gröber sind, in denen man halt dann jetzt nicht die hochintegrierten Bauteile machen, dass die mit kleineren Wafergrößen arbeiten. Das heißt, dass die quasi, wenn das Ding durch die Maschine läuft, eine kleinere Fläche bearbeiten können, als wenn ich den 22 Nanometer Prozess habe, der einen größeren Wafer hat. Also das ist möglicherweise ein Argument dafür, dass sogar die Fläche von dem höher integrierten Ding besser verträglich ist. Auf der anderen Seite hat das höher integrierte Ding aber mehr Prozessschritte. Also gerade so Sachen wie die Metalllagen, die dann die einzelnen Transistoren verbinden, wo ich in den 180 Nanometer Prozessen mit manchmal einer, üblicherweise zwei Metalllagen auskomme, habe ich in einem hochintegrierten Prozess locker mal 10, 15 oder noch mehr Metalllagen. Und dadurch habe ich entsprechend eine gewisse Anzahl an Prozessschritten, ja, 10-mal häufiger als im anderen Fall. Das wäre eine interessante Frage, also man sollte das mal jemanden interviewen, der sich da wirklich auskennt. Er wird das nicht so. Das würde ich nicht so sagen, also er wird das vor deiner laufenden Kamera wahrscheinlich. Aber vielleicht sagt das dann mir und ich sage, ich kenne wen, der kennt wen, der hat gehört. Der ist ausgestiegen aus dem Sinne. Der wird kennt. Dem seine Schwester ist mit ihm zur Schule gegangen. Ja. Aber mein, generell ist das ein Thema, das natürlich dass wir als Gesellschaft angehen müssten. Also es ist ja schon zu viel verlangt, das zu lösen. Es wäre einfach reichen, quasi auf einer breiten Basis einen Konsens darüber zu haben, dass da ein Problem ist, das man vielleicht lösen sollte. Und ich glaube, das zieht sich durch alle Bereiche durch. Also es ist nur die Frage, wenn das Tamagotchi quasi, da ist ja nicht nur der Chip drauf, sondern da ist die Leiterplatte drinnen. Und die Leiterplatten sind halt ein ganz böser Teil von dem Elektronik-Recycling-Problem, weil das halt ein Verbundstoff ist, und zwar ein großer Verbundstoff. Nicht? Also der Chip, da ist ja im Wesentlichen ist das halt ein Plastikgehäuse, wo nirgendwo ein kleiner Chip drin ist, aber die Leiterplatte ist halt massiver Verbundstoff, wo man eigentlich nicht weiß, wie man das sinnvoll recyceln soll. Und das Ganze ist dann in einem Spritzgussgehäuse drinnen, wo ich auch nicht weiß, unter welchen Bedingungen das irgendwo in einer Ecke von China gemacht wird. Also die Leiterplatte muss geätzt werden, ist ja auch nicht gerade unbedingt. Ja, da habe ich auch entsprechende. Ich meine, gerade auf der Leiterplattenebene gibt es ja das ROS-Abkommen, oder ROHS-Abkommen, oder wie man das ausspricht, das jetzt eigentlich weltweit umgesetzt ist. Also das ist eigentlich ein europäischer Standard, aber wenn quasi irgendjemand was in Europa verkaufen möchte, dann hält er sich besser daran, und damit wurde auch gezeigt, dass man sehr gut solche Sachen weltweit enforcen kann, wenn sie möglich sind, und quasi ein Player, der groß genug ist, sagt, bei uns kann man es nur noch verkaufen, wenn. Es ist jedoch das ROHS-Abkommen auch nicht ganz unumstritten, weil es werden zwar gewisse Materialien in den Produkten verbannt, also man darf irgendwie kein Blei mehr verbauen und so. Gleichzeitig gibt es Kritiker, die halt sagen, dass die bleifreien Lote, wenn ich quasi alles mit reinrechne, was den gesamten Prozess und das vergleiche mit dem verbleibenden Lot, dass die mindestens genauso umweltschädlich, wenn nicht sogar bedenklicher sind. Also das wird auch die Zeit zeigen. Ja, da war doch irgendwann den Tag ein Artikel, wo es darum gegangen ist, dass die Leiterbahnen mit Drucker bereits irgendwie aufgetragen werden. Hast du das gelesen oder nicht? Nein, es gibt verschiedene Projekte, wo ich wirklich mit so 3D-Drucker.
Ja, es gibt verschiedene Projekte. Ich weiß jetzt nicht, was du konkret meinst, aber es ist quasi alle paar Wochen gibt's Meldungen in die Richtung mit ganz unterschiedlichen Verfahren. Mhm. Alles, was mit großen Stückzahlen gemacht wird, ist aber immer ein Netzprozess. Also egal, ob es ein Flexprint ist oder ein ganz normaler Print. Aber ich habe das, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es gesintert oder gebrannt irgendwie anschließend. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass möglicherweise wesentlich weniger Chemie durch Dicht-Etz-Vorgänge, da man die ja nicht benötigt. Ja, oder? Aber die Chemie, die entsteht oder die abfällt bei den Etz-Vorgängen, das kannst du zu 100% recyceln. Okay. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem, weil das ist ein Kupfer, Salz, das kann ich wieder. Okay. Weil das also ich weiß zumindest von einer Leiterplattenfirma in Wien, wo halt wirklich nur Trinkwasserqualität Wasser rauskommt aus dem Prozess. Und alles andere recycelt wird. Okay. Weil du halt quasi das Kupfer wieder aus den Lösungsmitteln herauskriegen kannst und dann eignet sich das wieder, um Kupfer darin zu lösen und so weiter. Im Gegenteil, das macht es in gewisser Weise sogar einfacher, weil das wirkliche Kupfer, was auf die Leiterbahnen ist, ist ein Elektrolytkupfer. Okay. Und also ich glaube, bei den Leiterplatten ist das größere Problem, quasi die Abfälle, die entstehen, wenn die Konsumenten alle 2 Jahre ihren DVD-Player wegwerfen, weil es einen neuen gibt. Dass wir halt irgendwie ein Werk von Elektronikschrott haben, das ist halt zu einem großen Teil auch eine gesellschaftspolitische Frage, was möchte ich quasi für ein Konsumverhalten haben? Möchte ich quasi sagen, wenn es hin ist, kaufe ich ein neues oder will ich vielleicht etwas haben, wo ich auch eine Reparaturkultur habe? Gerade Hightech-Elektronik ist halt jetzt irgendwie blöd, weil wir jetzt halt in einer Phase sind, wo irgendwie jedes Jahr das neue Handy rauskommt, das halt Sachen kann, das alte Handy noch nicht gehabt hat und dann wird es unattraktiv, das alte Handy zu reparieren. Ich weiß nicht, ob das in 10 Jahren noch so sein wird. Oder ob wir irgendwann so ein Hoch quasi erreichen, was dann quasi, was baue ich an noch schnelleren Prozessor? Man kann gar nicht so schlecht Software schreiben. Bis jetzt sehen wir halt, dass man immer noch schlechter Software schreiben kann und das kann dann neue Prozesse das nicht. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wenn man den Fernseher, den ich vorher zu Hause gehabt habe, der hat 80 Watt gebraucht. Ja, jetzt habe ich ein Flachbildschirm-Monster, der braucht 40 Watt. Ist natürlich in dem Sinn ein Fortschritt. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich mir heute anschaue, ich beschäftige mich damit ein bisschen, Recycling von Elektronik-Sachen kannst du in Österreich, wenn du Sorten rein trennst, gutes Geld machen. 1 Kilo, ich nenne jetzt was, 1 Kilo Prozessoren aus der 286, 386, 486 Serie kriegst 170 Euro. Aber was wird damit gemacht? Das Gold zurückgewonnen zum Beispiel, was drinnen ist. Ja. Okay, keine Leiterplatten, glaube ich, sind 1 Kilo, nur die Leiterplatten, ohne Display, ist 1 Kilo 17 Euro. Okay. Ja, also das ist durchaus interessant, das zu recyceln. Und in dem Sinn bin ich froh, dass die Rohstoffpreise hoch sind, weil früher hast du... Naja, die werden ja noch höher. Nicht everything. Früher hast du es nach Kenia... Das Einzige, was uns nicht ausgeht, wird so schnell, ist Sand. Also quasi die Dotierelement für die Chips, da könnte es sein, aber das eigentliche Halbleitermaterial, das Siliziumoxid, davon haben wir... Es gibt gar kein Bild dazu, das nicht literal ist, weil das Bild ist wie Sand am Meer.